Oh Leute, willkommen zu einer neuen Folge Thief Simulator. Jetzt ist er weggegangen, oder? Ist der gerade gekommen oder ist der gerade gegangen? Das weiß man immer nicht so genau. So, wir sollen auf jeden Fall immer noch in dieses Haus einbrechen und ich habe nichts anderes als die Möglichkeit, das auch zu tun. Denn irgendwie wüsste ich sonst nicht, wohin. Was ich sonst machen könnte. Ich sehe nur einen Haufen Parkplätze und so weiter und so fort. Ich kann auch keine Schnellreise machen. Und wir sollen immer noch in diese 103 einbrechen, ne? Warte mal, Notizen. Keine Notizen und das hier. Wilson Schuppen. Anwohner, Beute 0, bla bla bla. Gustavo. Und das ist alles unbekannt. Gustavo ist auf jeden Fall nachts da. Und ich kann auch nichts weiter machen. Der scheint immer zu Hause zu sein. Schloss knacken Stufe 1. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Vielleicht muss man sich auch erwischen lassen hier. Keine Ahnung. Lerne die Fähigkeit markieren. A und D ist spähen. Ja, der rennt doch irgendwo hin. Der rennt raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein. Jetzt ist er, glaube ich, gerade draußen. Hallo? Das kannst du doch vergessen. Erkennung. Er hat mich erkannt. Und ich stehe wieder vorm selben Problem wie vorhin. Kann ich ihm nicht einfach eine drüber ziehen? Okay. Verwende das Brecheisen. Das ist doch gut. Dann verstecken wir uns einfach unterm Bett. Und warten. Das ist ja alles durch. Tja, haut ruhig ab. Ich hau dann Willy Wilson eine drüber mit der Brechstange und räum sein. Ja, der ist gegangen. Der ist weg. Ganz bestimmt ist der weg. Okay. Danke. Ihr habt alles überprüft, oder? Der ist weg. Wir müssen ihn einfach an der Flucht hindern. Der ist noch da, ne? Kann man hier schon mal was mitnehmen? Verdammt! Das gibt's doch nicht. Mein Versteck ist aufgeflogen. Jetzt hau ich dir mal eine drüber, weißt du? Aber der schläft doch. Kommt denn die hier rein? Oh, $200 Strafe. Ja, danke. Könnte man das ja mal hier beenden. Verdammt! Leute, ich habe keine Ahnung. Ich sehe auch in keinem Let's Play oder so, wie das funktioniert. Weil die spielen die Einführung. Dieses erste Ding, wo das leere Haus ausgeräumt werden muss. Und in der nächsten Szene sind sie schon in ihrem eigenen Versteck. Aber ich komme da gar nicht hin. Wisst ihr? Da liegt der Hase im Pfeffer. Also was machen wir nun? Ich meine, das kann doch nicht so schwer sein. Mach mal hier zu, dass uns keiner sieht. Kann ja hier nochmal reingehen, aber hier gibt es ja nichts mehr für uns, ne? Außer eine Bratpfanne und ein Herd. Ein Kessel. Ein Herd. Und eine Uhr. Und ein Bild. Oh. Damit werde ich jetzt nicht rausrennen können, ne? Hier waren wir auch schon drin.
Da gab es ja auch nichts weiter. Nee. Aber der hat doch gesagt in den Notizen, der Typ in der 103 hat sich eine Drohne bestellt und die sollen wir da holen. Ja. Unbekannt, unbekannt, da kann ich auch nichts machen. Das ist alles komplett unbekannt. Das ist doch, das muss doch zu schaffen sein. Mal ganz ehrlich. Wie komme ich denn da hin? Kann man hier drüber? Beweglichkeit Stufe 1 erforderlich. Okay. So, und da komme ich auch nicht weiter. Ich habe ja mal gar keine Fähigkeiten. Ich habe nichts. Und mein Rucksack ist auch knallvoll. Du trägst zu viel. Ja, danke. Dann gehen wir mal zum Auto, versuchen mal ein bisschen was abzumachen, wegzutun. Soll wir irgendwie gehen? Oh. Aber der hat doch in der Dings gesagt, der und der 103, da müssen wir hin. Okay. Ist klar. So, hier gibt es doch irgendwo... Ja, genau, das habe ich gesucht. Perfekt. Was ist das? Du blutest nicht. Ach so, okay. Das ist wohl irgendwas gegens Bluten. Also, wir haben herausbekommen, dass der immer wach ist, der Typ. Was anderes kann ich leider nicht finden. Fähigkeiten. Welche Stufe? Ich bin immer noch Stufe 2. Ich kann nichts tun. Das ist doch ein Mist, ganz ehrlich. Ja, falls ihr schon kommentiert habt unter die andere Folge, ich nehme die jetzt direkt danach auf. Also Leute, ganz ehrlich, ich stehe völlig auf dem Schlauch. Gustavo. Wir probieren es jetzt wirklich nochmal in der Nacht, aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Hm. Raus da. Lerne die Fähigkeit markieren. Wo denn? Ist das das hier? Ach so. Hebe Anwohner hervor, wenn du sie ansiehst, um ihre Routine kennenzulernen. Bemerke Kameras, schalte den Planungsmodus frei. Okay. Hallo? All right. I bet he's somewhere visible at 3 p.m. 1500 military time. Wait it out in the parking lot and then go to the spot I marked for you. Na, sag das doch. Warte im Auto. Ja, machen wir doch. Bis 15 Uhr. Machen wir das. Also, das ist ja... Das musste erstmal, ne? Da musste ich hingucken und denken, aber der hat erst gesagt, hol die scheiß Drohne da raus. So, du hast irgendwas markiert für mich, hast du gesagt. Da hinten. Okay. Gehe um 15 Uhr an den markierten Ort. Naja, ich bin eh immer ein bisschen früher da, ne? Ganz klar. Ach, da ist jetzt die blöde Kiste. So, da warten wir noch kurz. Dupi, 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 du. Aber die Minuten gehen ja hier. Also eine Minute ist eine Sekunde. Okay. Da musst du dich aber auch ranhalten, ne, wenn du so einen Bruch machst. So. Bin da. Das kriegen wir schon hin, Leute, irgendwie. So, 15 Uhr. Und jetzt. Ach, der geht irgendwann mal weg. 17 Uhr geht er weg. Wo geht er denn hin? Na.
Echt nur eine Stunde? Da habe ich also nur ein paar Sekunden Zeit. Stimmung, alles gut. Das ist gut. Da haben wir es gleich 16 Uhr. Dann schauen wir mal. Was hat die 2 dazu sagen? Gehe um 15 Uhr an den markierten Ort. Das haben wir gemacht. Der macht immer noch irgendwelche kuriosen Übungen. Wahrscheinlich irgendwelches Yoga oder sowas. Die machen so Quatsch. Gleichen da hinten rum. Da, 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 da. Und jetzt geht er irgendwo hin. Have you got eyes on him? Mark his ass, so we know when he's out. All right, now do some planning. You'll see his next destinations. It's a very handy skill. Du nervst aber. See, that saved you the need of going through the journal. My sources say he leaves the house at 5 p.m. There's a problem, though. You can't break in with the crowbar because the guy has a sound alarm. It'll be triggered. You gotta learn lockpicking. Jawohl. Drive to your new hideout and check the computer. I have a task for you, which will gain you some more experience. Aha. Verlasse die Gegend und geh zu deinem Versteck. Ach so, okay. Was haben die anderen dann quasi alles übersprungen? Ich mach das nicht. Wir haben ja das volle Erlebnis, Leute. Ah, schön, ne? Ist das schön? Na dann, ab zum Versteck. Ding, 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 ding. Oh, Entschuldigung. So, wo geht's denn lang hier? Ist wurscht, oder? Können wir noch dreimal um Block fahren? Irgendwo hin, Leute. Irgendwo hin. Das sieht gut aus hier hinten. Dann fahren wir gleich hier durch. So wurscht. Versteck. Oh, die Tipps rauschen so schnell durch. Deine Sichtbarkeit hängt von ein paar Faktoren ab. Da ist er wieder. Hugo. Ain't this house nice? Just pay me the rent weekly and you're fine. When you get some cash, you can do repairs on house renovator. Go to the computer. I have to show you around in your new world. Schau an, wir haben auch schon Halloween. Und das hier wird die Gasflasche bald ab. Oh, hier, das sieht nach mir aus. Alles gut, die sind sogar noch voll. Ach, schön, das ist mein neues Zuhause, ja? Das ist toll. Schmucktisch. Aha. Oh. Ach, wie schön. Geh zum Computer, das machen wir doch. Doch. Check out Steel Gear. As you gain experience, better tools will become available to you. Ah, Steel Gear. On Rob Tips, you can buy information about houses, loot locations, ach, das ist security gut. Cameras, tenant routines, etc. Gather all information about 102, free of charge. Sammle alle Informationen über 102 kostenlos. Ja, toll. Wir brauchen 103 Leute. Ich habe 889. Der ist wichtig. Hier kann ich nichts kaufen. Achso, wir sollen über die 101. Ne, 102 sollen wir alles kaufen. Okay. Check out Black Bay. You can sell items you stole through there. They sometimes offer much better prices than the pawn shop. So keep an eye out. Alles klar. Black Bay hier. Das haben wir schon. So, warte mal, was haben wir noch? Wir hatten doch noch irgendwas, oder? Nee. Gut, wer hat Sachen sonstiges? Artikel fehlt. Im Auto hatten wir doch noch so viel, ne? Zieh der Black Bay an, alles klar. Like I said before, you need more experience before you can learn lockpicking. Accept the job at 102. Ach, schau an. Zerstöre das Fenster. Das war ja eh das leere Ding, ne? Und ein paar Dinge zerschlagen. Good. Nehmen wir gleich you mit. Get the hang of it. You can browse other websites. There are plenty, but not crucial for us now. Get off the PC when you're ready. Alles klar.
Weise, Tralali und Hopsasa. Und hier haben wir doch irgendwo die Bank, ne? Einzahlen. Wir zahlen mal alles ein hier. Ich glaube, das ist wichtig. Hausrenovator. 2500 Leute, ist das viel. Drone Tech. Haben wir noch nichts. Upgraded, was ist das? Die Brechstange können wir... Ach so, okay. Ist klar. Taschenlampen und Brechstangen haben sie nicht mehr im Angebot. Siehst du? Hier so eine Mikrokamera wäre ganz cool. Hundefleisch, das wird wohl auch noch wichtig werden. Kabinendemontage, Werkzeugkasten, alles klar. Eine Skimaske. Oh, das ist gut. Laptop hacken, hacken PDA, alles klar. Boah, der nervt aber. When you steal things and complete jobs, you get experience. With enough experience, you can learn new skills, such as lockpicking, which is needed to break into 103. Get to 102 and complete the job you just accepted. Should be rather easy. Ja, na klar. Aber eins nach dem anderen, mein Sonnenschein. Wir müssen erstmal ins Auto. Ich hab doch da noch so einen Haufen Zeug. So. Weil ich habe ja diese Black Market Krams da. Warte mal, wo war denn jetzt mein... Hier. Muss das mal klarkommen, ne? In diesem tollen Haus. Black Bay. Da hatten wir doch irgendwas. Ach so, das sind so zusammenhängende Dinge. Wird das irgendwie angezeigt, wenn man da irgendwas hat hier? Schauen wir mal. Okay. Dann werden wir das erstmal hier reinpacken. Und das und den Rest verscherbeln wir so. Das ist ja in der Vita alles nix. Schließen. Okay, dann fahren wir zurück zu 102. Was ist das hier? Interaktion. Der hätte gerne eine Wanduhr. Habe ich das? Ich habe doch eine. Ah ja, siehst du mal. Was haben wir hier? In der Garage kannst du gestohlene Autos aufbewahren und ihre Teile zum Verkauf ausbauen. Außerdem schlachtest du damit käufliche Sportwagen beim Autos. Schaltest du, nicht schlachtest du, Mensch. Sportwagen beim Autoservice frei. Eine gute Investition. Naja, ja, 8000. Du kannst mich mal am Abend besuchen. So, und dann haben wir hier drüben noch was gehabt. Warte mal. Was da, was ist das? Erlerne die Fähigkeit Taschendiebstahl zum Üben. Aha, okay. Was haben wir hier? Hacken. Kann ich noch nicht hacken? Wer ist das? Muster-R gefunden. Ich denke, wir haben Halloween. Und hier ist mein Badezimmer, oder? Hm, ist das schick. Leute, ist das schön. Hat nicht mal einen Lichtschalter. Auch hier. Och, ist ja romantisch, ne? Ist das romantisch? Herrlich, Leute. So, wir machen jetzt was kaputt los. Der Onkel hat gesagt, wir sollen da was kaputt machen. In der 102. So. Madison Street, jawohl. Da gehen wir hin. Zerprügeln da irgendwas. Also eine Fensterscheibe sollen wir kaputt machen. Auf jeden Fall. So, wo bin ich denn? Ich bin hier. Moin, Jungs. Die 102 ist dahin. Okay. Hier rum. Okay, mit welchem Parkplatz? Ach, der ist zu weit weg hier nur. Kann man das nicht einfach vor der Tür stehen lassen, das Haus? Das Auto? Das Haus. So. Wie spät haben wir es denn? Wir haben es. Oh ja, das passt doch. Das passt doch. Ich mach die Türe zu, damit es nicht so auffällig aussieht. Hier ist wieder der Techno-Bubi. Der cruist den ganzen Tag um Block hier. So, gehe zu 102 und beende den Auftrag. Zerstöre ein paar Sachen. Jetzt gehen wir da hin. Ach, da haben wir das schon markiert. Ach, schau an. Mein Haus. Ach, schau an. Aber ich würde erst mal sagen... Ach so, das ist draußen. Okay. Was haben wir hier für ein Lämpchensymbol? Ach so, das sind die Tipps. Ah, okay.
Ein paar Dinge zerschlagen. Okay. Irgendwas. Ein paar Dinge zerschlagen immer noch. Okay. Hm. Das Klo. Das Scheißhaus zerkloppt. Oh, Level aufgestiegen. Zeig her. Ein Punkt. Stufe 3. Okay. Taschendiebstahl braucht man noch nicht. Geht noch nicht. Stufe 2 erforderlich. Stufe 5. Okay, geht alles noch nicht, ne? Stufe 7. Wird das irgendwie angezeigt, was wir freischalten können direkt? Nee, ne? Stufe 6. Das hätte ich halt gern, ne? So, okay. Ein paar Dinge zerschlagen. Wahrscheinlich da draußen, ne? Machen wir das. Oh. Money for me. Den soll ich zerschlagen. Oh. That thing is next door. Call the cops. Hide in the dumpster or something. Was? Im Müllcontainer? Wo? In welchem Müllcontainer? Ruhe! Wo hat der hier einen Müllcontainer gesehen, Mensch? Müllcontainer. Mie? Da pennt der Typ. Hey. Verdammt. Das ist ja blöd. Ich bin echt zu doof dafür, oder? Ich kenn's halt überhaupt nicht. So null. Wir mal gucken, wo der Müllcontainer jetzt ist. Okay, fangen wir doch mal an. Ist ja kein Ding, ne? Wir sind ja hier, um das kennenzulernen. So. Und wie rennt der Typ rum? Was ist mit dem los? So. Raus aus der Hütte. Tür zu. Müllcontainer suchen. Ein Müllcontainer. Wo ist denn hier ein Müllcontainer, verdammt? Machen wir auf. Zapsarab. Das ist ein Safe hier draußen. Hier ist der Müllcontainer. Mensch, naja. Ist klar, ne? Na gut, egal. Jetzt wissen wir, wie es geht. Den Scheiß. Das Klo. Das Fenster machen wir, glaube ich. Was haben wir vorhin zuerst gemacht? Ich glaube, das hier, ne? Genau. Der Müllcontainer war da hinten. Das war hier offen, ist klar. Durchs Fenster einsteigen brauchen wir ja nicht mehr. Und dann hopst mal da rein. That thing is next door. Call the cops. Hide in the dumpster or something. Aha. Na, siehst du. Naja, man muss es erstmal, ne? Ein bisschen. Dass man klarkommt mit dem Spiel. Wo ist er, der Lump? Aha, Kuckuck. Ich bin hier. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, da bin ich. Kuckuck. Tschüss, Loser. Hinter dem Haus ist ein kaputter Zaun. Das Badefensterzimmer ist offen. Ach, das Ding ist das. Das ist der kaputte Zaun. Okay. Aber wir hatten ja einen Schlüssel. Wir brauchen ja nicht da reinrennen, ne? Komm, jetzt hau ab, du. Rennt der auch noch hinterm Haus rum? Ja, richtig. Ist not hier. Genau. Tschüss. Brudi. Die sind da aber auch, ne? Das ist ja schon wieder hier.
Na, hau doch endlich ab. Mach Feierabend. Komm, bis Freitag. Tschüss. Ein ins Wochenende mit dir. Du. Ich sitz in meinem Eimer. Na, hau doch endlich ab. Tutorial vor der Polizei fliehen. Um der Polizei zu entkommen, kann man sich entweder an einem Ort wie unter ein Bett im Mülleimer verstecken oder einfach den Ort verlassen. Oh, es blinkt schon. Gleich ist er weg. Leute, gleich ist er weg. Tschüss. Für ein holpriger Start, oder? Mensch, ey. Dubi, dubi, dub, dubi, dub, dub, dubi, dubi, dub, dub, du. Jetzt hau endlich ab. Weiß, geht doch. It'd be really funny if you got caught. A man escapes trained assassins, but he can't escape a policeman who ate a donut as he ran to the crime scene. Time to learn lockpicking. Ja, bitte. You still somehow don't have the experience. Steal some more from 102. Was soll ich noch klauen? Noch mehr klauen. Stiehl noch was von 102. Ja. Da ist der Tipp. Ne, das ist das Fenster. Das ist der Zaun. Stiehl noch was aus 102. Soll ich seine alten Socken klauen oder was? Erlerne die Fähigkeit Schlösser knacken. Achso. Das da, ne? Ja. Und das geht noch nicht. Okay. Brother, take out your phone and order a nice basic lockpicking tool. You can buy it at your PC too, but it'd be a waste of time to drive there. Kaufe ein einfaches Tool zum Schlösserknacken auf deinem Telefon. Ach da. Und dann haben wir navigieren. Ach so, Quick Buy, ne? Einfaches Einbrecherset. Dietrich geht nicht. Hundefleisch. Dann nehmen wir das. So, you have the tool. You can practice on a lock in 102 if you want. Practice is always good. Break into 103 and steal the drone. It's big, so you can't miss it. Just make sure to check your journal and see when the guy is out. Also der ist von 17 bis 21 Uhr nicht im Haus. Wir haben es 3 Uhr. Da gehen wir jetzt ganz gemütlich erstmal und ganz gechillt pennen in unserem Auto. Hier wieder zu. Warte mal, hier ist noch. Komm mal hier. Ah. Um ein Schloss mit diesem Werkzeug zu knacken, kannst du, was du gerade gekauft hast, musst du die Maus, den linken Stick verwenden, also das hier, um die Stange zu positionieren. Halte dann D gedrückt, um das Schloss zu drehen. Wenn der Winkel korrekt ist, dreht sich das Schloss. Also. Achso, das ist zum Üben, hat er gesagt, ne? Oh ja. Alles klar, wissen wir Bescheid. Da wissen wir Bescheid. So, 17 bis 21 Uhr. Alles klar, dann warten wir. Warten wir bis 16:30 oder so. Dann gucken wir uns das nochmal an. Ja, das müssen wir doch hinkriegen, Leute. Das müssen wir doch hinkriegen. Habe ich noch irgendwas? Brechstange, eine Taschenlampe, Schlüssel hinter der Tür. Ist schon. So. Bis. Ach komm, wir machen mal da. 17 bis 21 Uhr ist er nicht da. Okay. So. Dubi, dubi, dub, dubi, dub, 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 dub. Hallo Nachbarn, wie geht es euch? Geht schön in die Arbeit? Ich gehe auch in die Arbeit. La, 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 la. Wir werden aber nicht durch die Vordertür gehen, ne? Da ist er. Kleine Mistpack. Hier fährt dann wahrscheinlich der Bus, ne? Wahrscheinlich. So, warten wir mal einen kurzen Moment. Er pfeift ganz gemütlich gerade. Du bist kurz pausiert. So, 17 Uhr. Jetzt haut er ab, ne?
Zweck, der Typ? Schnell, Leute. Den raffen und raus. Ist das Paket? Im Badezimmer ist es wohl nicht. Oh, da ist sie. Bring damit. You got it? Cool. You need to upgrade it so it can disable cameras. There's a camera at the entrance to 104. Sell some loot and check out drone tech on your computer. Take your time. Der ist ja jetzt erstmal eine Weile nicht da, ne? Hey, her das Geld. 18:04 Uhr. Okay, weitersuchen, weitersuchen. Schnell, 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 schnell. Oh. WLAN-Adapter. Okay. Hä? Ach so. Spät haben wir es 18:22 Uhr. Okay. Oh, das ist alles so aufregend. Eine Flasche Wein. Ja, damit. Topf. Immer mit. Bratpfanne nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Mixer brauchen wir immer. Okay. Globus. Nehmen wir mit. Okay, wir sollten nicht gierig werden. Okay. Okay. Aus hier. Geht nicht. So, ich brauche das einfache Einbrecherset. Ich bin zu schwer, verdammt. Ist egal, wir sind raus, Leute. Du, ich weiß von nichts. Ich gehe hier nur spazieren. Bam, bam, boom. Ich bin so voll geladen, verdammt. Oh, Techno-Shorshi kommt auch schon wieder. La du da du da du. Jetzt nur 38 und er müsste gleich wiederkommen. Ich bin so voll. Fly-by-Light-Drohne G. Ach, ist ja süß. Geh nach Hause und kaufe bei Drohntech ein Kamera-Deaktivierungsmodul. Aha. Okay. Ich muss erstmal meinen ganzen Kram wegbringen. So. Hauen wir ab hier. Da können wir doch eigentlich hin rumfahren. Nein, vorsichtig. Ich hab Schluck auf. Wenn der Papa aufgeregt ist. Oh, hallo. Hä? Aliens? Außerirdisch irgendwie? Sowas in der Richtung? Na komm. Sehr gut. Mensch, Leute, müssen... Aufregender Tag, aber jetzt wissen wir erstmal, wie es so ein bisschen funktioniert, ne? Oh, ich bin so voll. Du trägst so viel. Ja, ich weiß. Eine Bratpfanne? Nee, warte mal. Das ist doch hier bloß so ein Schnellverkaufkram, oder? Was haben wir denn hier? Rüber, 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 rüber. Was haben wir denn hier alles? Okay. Können wir denn das auch aus dem Schrank raus verkaufen? Den Schwumms? Ja. Ja, den einen habe ich gerade verkauft, ich Depp. Okay, Elektronik. Ah, hier. Haben wir noch was? Wertsachen haben wir, glaube ich, keine gefunden, ne? Sonstiges. Felsenstatue, Maßband. Was wollen die alles in dem Markt haben hier? So, Drohntech. Ja, die haben wir doch Upgrades. Ach so. Möglich, das Deaktivieren von weiteren Kameras. Sehr gut. Nehmen wir mit. Roadtrips. Das kann ich alles nicht kaufen. Aber das hier. Wie viel Geld haben wir denn? Weiß ich nicht.
Informationen über das Sicherheitssystem. Da haben wir doch jetzt schon drin. Da haben wir doch schon drin, Leute. Oh, Johnny ruft an. Great stuff. Now you can disable a camera with your drone. It'll come in handy a lot. Ja, ja. Buy all information about 104 on Rob Tips, so there are no surprises. I won't hold your hand for much longer. Aha, also wir sollen über die 104 Informationen kaufen. Wahrscheinlich müssen wir dann gleich da rein, ne? Was ist das hier? Verfügbare Überfälle. Will doch keinen überfallen. Ich gehe jetzt fein ins Bettchen und ihr könnt das auch tun. Oh, sieht das schön aus, oder? Hab ich ein schönes Bett? Hm? Mal ganz ehrlich. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, da sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Weiß ja jetzt ein bisschen mehr. Ich habe sogar eine Katze, Leute. Na, schaut doch mal. Kitty, Kitty, Kitty. Oh, Kitty, Kitty, Kitty. Ja. So, Abo, Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.